Hallo, herzlich willkommen heute hier bei Frag den Kell. Wir haben ja immer wieder sehr schöne Fragen und dieses Mal haben wir eine, wo ich mir am Anfang dachte, uiuiui, was können die Leute damit meinen? Nichtsdestotrotz ist es so, wir werden eine Lösung dafür finden. Die Frage lautet, wie vernetzt man sich in der Praxis und wie hält man die geknüpften Beziehungen möglichst lange aufrecht? Das sind Fragen, da können wir sehr stark ins Projektmanagement reingehen. Das ist CRM, Customer Relationship und ähnliches. Uiuiui, was hat er jetzt da wieder alles erzählt? Na gut, fangen wir mal ganz einfach an. Also. Eine Vernetzung. Was ist eine Vernetzung? In einer Vernetzung im Allgemeinen verstehen wir, dass sich verschiedene Gruppen miteinander, dass sie in Verbindung bleiben. Und diese Vernetzung macht dann Sinn, wenn wir etwas mit anderen Leuten machen möchten. In der Realität ist es so, dass eigentlich jede Beziehung, also jeder Mensch, den man kennenlernt, im Endeffekt eine Beziehung ist und die man immer wieder aufrechterhalten kann. Ne? Freundschaften beispielsweise. Ihr kennt das, ne? Ihr habt einen Freund, was weiß ich, vielleicht mal einen Monat, zwei Monate nicht gesehen und schon kommt, ey, was ist denn los mit dir? Du meldest dich ja gar nicht mehr. Was ist passiert? Warum ist uns das so wichtig? Beziehungen müssen gehegt und gepflegt werden. Leute, die man lange nicht mehr trifft oder ähnliches, da passiert es so, dass die Verbindung ein bisschen einstaubt. Die Menschen entwickeln sich weiter, ne? Man selber entwickelt sich weiter, die anderen entwickeln sich weiter. Und wenn man nicht im ständigen Kontakt ist, schläft das irgendwann ein, beziehungsweise man verliert sich. Man holt andere Freunde, man holt andere Beziehungen. Beziehungen, die einem vielleicht viel, viel wichtiger sind als das, was wir momentan haben. Und auf einmal ist es so, dass man sich in Anführungszeichen auseinandergelebt hat. Das heißt, viele Leute gehen dann über den Kopf hinaus hin und sagen, okay, wir kennen uns ja. Dabei hat man sich so stark weiterentwickelt, dass man sich eben nicht mehr kennt. Das heißt, diese Frage ist natürlich wichtig, ne? Wie knüpft man solche Beziehungen oder Vernetzungen, wie macht man sie? Aber fangen wir doch erstmal ganz von vorne an, um zu sagen, okay, ne, das ist jetzt eine Vernetzung oder eine Verbindung mit anderen Menschen. Aber wie fängt man sowas an? Gut, Schritt für Schritt. Das erste ist einfach kennenlernen. Und das Kennenlernen ist eines der wichtigsten Sachen. Ihr kennt ja diesen Spruch, man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Stimmt. Zumindest meistens. Also, das bedeutet, wenn wir uns auf eine bestimmte Suche machen, zum Beispiel um neue Mitglieder zu werben oder neue Freundschaften zu knüpfen oder vielleicht sogar die Liebe des Lebens, was wir machen, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, wenn wir sowas anfangen, dann wollen wir natürlich erstmal einen guten Eindruck hinterlassen. In unserer Gesellschaft ist es so, dass hier sehr viel Wert darauf gelegt wird, was für ein Image man hat. Das heißt, man sollte schon darauf gucken, ja, in welche Richtung man geht, was man macht. Oberflächlich gesehen. Bei Helfer ist es etwas anders. Da hilft es nicht nur, dass man oberflächlich in Ordnung ist, sondern bei Helfer ist es ganz wichtig, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten, um den anderen Menschen tatsächlich kennenzulernen. Und tatsächlich kennenlernen heißt, dass wir in diversen Richtungen, also diverse Beziehungsebenen oder positiv wie negative Merkmale von der anderen Person kennenlernen. So sagte mal ein Kabarettist ganz schön: Wenn du deine zukünftige Freundin kennenlernen möchtest, dann solltest du am besten mit ihr im Stau stehen. Weil wenn ihr nach einer Stunde im Stau stehen immer noch euch gut versteht, ist das schon mal ein sehr guter Anfang. Das heißt, dieses oberflächliche, oh ja, bei mir ist alles perfekt, mag zwar den ersten Eindruck machen, dass, oder hinterlassen,
dass bei uns alles toll ist, ne? Auch bei den Projekten, auch das kenne ich. Hier geht man hin, und, oh ja, mein Projekt ist das Geilste, mein Projekt, oh, wir sind die Tollsten. So, dann arbeitet man sich da ein bisschen ein und sieht, naja, das mit dem Toll, das war vielleicht mal oder war noch nie. Der Typ kann einfach nur gut verkaufen. Das heißt, diese Oberfläche ist zwar erstmal ganz gut, hat aber diverse Probleme, wenn man sich näher weiter kennenlernt und wenn man aufeinander also ne, sich vertraut und wenn man das, was man macht, dass das aufeinander aufbaut. Weil ab da an muss man auch liefern. Das heißt, der erste Eindruck, super geil, hilft natürlich, dass man sich kennenlernt. Der zweite Eindruck, ne, also auch das, was man dann verspricht, dass man das dann hält, das ist dann auch eine weitere Konsequenz, die man machen muss, gerade wenn es darum geht, Beziehungen zu knüpfen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Also, ne, wir haben jetzt irgendeine Person kennengelernt oder wir haben eine Gruppe kennengelernt oder wir haben irgendwas und wir wollen weiter daran arbeiten. Ein Mensch kann nur eine bestimmte Anzahl an Verknüpfungen tatsächlich verkraften. Alles andere führt dazu, dass es sehr oberflächlich wird und dass man nicht in die Tiefe geht. Gerade was die Tiefe angeht, ist es ganz wichtig, dass man wirklich oft und lange miteinander arbeitet. Einige Menschen haben dieses Talent und gerade in der heutigen Zeit ist es so, dass man mal hier, mal da, mal da, mal da, mal da arbeitet, aber nie, dass man sagt, okay, wir arbeiten uns richtig ein. Gerade hier in dieser Region ist es so, dass sehr oft, gerade was die Arbeit angeht, sehr oft nach hinten verlegt wird, nach dem Motto, oh ja, ich bin in 100.000 Gruppen drin, ich sage auch jedem guten Morgen und solange es ums Quatschen geht, bin ich voll dabei. Aber wenn es darum geht, mal anzufassen, also mit anzupacken, dann viel Spaß macht ihr das. Das passiert bei einigen und ganz ehrlich, auch solche Menschen brauchen wir. Das Problem ist nur, wenn wir nur solche Menschen haben, dann wird nie was passieren. Das heißt, wir brauchen Menschen, die zwar auch netzwerken, so würde man das nennen, aber das Zweite ist, wir brauchen auch Leute, die anpacken. Haben wir von dem einen zu viel, haben wir zu viele Leute, die anpacken, die nicht vernetzen, würden die Leute, die anpacken, immer wieder dasselbe tun und würden halt sich nicht gegenseitig so gut unterstützen können. Während haben wir nur Leute, die vernetzen, haben wir keine Leute, die mit anpacken. Also bitte immer im Balance bleiben und darauf achten, dass man das halt ein bisschen, dass es ein bisschen funktioniert. So, wenn wir das alles geschafft haben, haben wir ja schon mal ziemlich viel gepackt. Jetzt kommt die nächste Sache. Einmal zusammen, man hat sich kennengelernt, man baut langsam und immer mehr Vertrauen auf, solange wie es funktioniert. Jetzt kommen wir aber zu einer Situation, wo eben nicht mehr, wo es nicht mehr darum geht, dass man nur vertraut, ne, Kleinigkeiten, sondern dass man auch, und das ist eine nächste Instanz oder nächster Level, dass man auch in die Verantwortung geht. Das ist mindestens genauso wichtig. Aha, in die Verantwortung gehen. Interessant. Gucken wir uns mal an, wie weit das mit der Verantwortung geht oder was bedeutet das? Die Verantwortung bedeutet, ja, je mehr man sich kennenlernt, desto mehr kommt der andere auf ein Podest. Also bildlich bitte gesprochen. Je höher das Podest ist, desto mehr wird hineininterpretiert, was der andere machen kann und was nicht. Bitte, dass, wenn sowas tatsächlich passiert, dann gehen wir davon aus, dass es nicht das reelle Kennenlernen ist, sondern es wird einseitig ein Vertrag beschlossen, also Erwartungen geschürt, die der andere gar nicht einhalten kann. So, die Verantwortung, die jeder dann übernimmt, ist, dass man das, was man sich auflädt, dass man das auch schafft. Oder auch natürliche Sachen, beispielsweise jemand bricht sich den Arm. Ja, wenn man untereinander so in der Verantwortung ist, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt, ne, ja, wenn man das abgemacht hat, dann ist es an der Zeit, dass man denjenigen auch dann ins Krankenhaus bringt oder sonst wo. Verantwortung heißt, das, was wir besprochen haben, dass ich das auch umsetze. Ich habe ganz am Anfang das gesagt, ja, mit Handwerker, man muss auch mal zugreifen und nicht nur quatschen. Aber ich habe auch jetzt erwähnt, so jetzt werden
Leute auf ein Podest gestellt und ähnliches. Und die, die auf, andere Leute aufs Podest stellen, sagen dann, okay, du bist eine Verantwortung, mein Bild, was ich von dem anderen habe, dass du das hinkriegst. Und das ist nicht in Ordnung, weil das ist keine Absprache oder ähnliches. Wichtig ist, dass wir realitätsnah, das bedeutet nicht, was in meinem Kopf ist, wird rübergebracht, sondern das, was wir tatsächlich absprechen miteinander, das wird umgesetzt. Und das versuchen wir bei Helfer mit der vierten Regel, ne? Ihr könnt eigene Regeln bringen, machen und das sollt ihr auch, aber diese Regel ist das, was ihr einhalten müsst. Jetzt hatten wir auch mal eine Orga, früher hatten wir eine Orga, die gesagt hat, wir haben es besprochen, ihr müsst das machen. Das ist nichts, wo ihr eine Verantwortung darüber nehmen müsst, weil das ist eine Sache, die von außen kommt. Nein, wichtig ist das, was ihr innerhalb der Gruppe besprecht, dass das euch dazu bringt, dass ihr irgendwie weitermacht. Verantwortung bedeutet, dass ich mit beitrage, dass das Ganze funktioniert. Und das brauchen wir. Und da brauchen wir euch dafür. So. Und das brauchen wir in fast jeder Beziehung. Also, ne, kennenlernen, eines der wichtigsten Sachen. Zweitens, Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen, ja, dass man sich, dass man miteinander arbeitet. Ach so, vielleicht noch mal kurz zum Vertrauen. Gut, heute ist ein bisschen durcheinander, aber das kriegen wir trotzdem hin. So, Vertrauen aufbauen. Was bedeutet das oder warum ist das so wichtig? Wenn ich jemandem vertraue, dann kann ich einem eine Aufgabe aufgeben, er macht sie. Und ich brauche das danach nicht mehr zu überprüfen, zu kontrollieren. Das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. So, zumindest in einer Ebene. Das bedeutet, dass wenn ich jemandem nicht vertraue, muss ich ihn kontrollieren. Das heißt, dass zwei Leute eine Aufgabe machen, weil der eine macht die Aufgabe und der andere muss ja dabei sitzen und gucken, dass das Ganze funktioniert. Dementsprechend arbeiten zwei Leute daran, dass eine Aufgabe gemacht wird. Das ist uneffizient. Effizient ist, wenn wir uns vertrauen, ja, und wenn wir uns nahe kommen. Und das ist ganz wichtig. Nahe kommen bitte nicht immer im sexuellen oder im liebestechnischen Beziehungen, sondern auch in freundschaftlicher oder auch in arbeitstechnischer Sicht. Man muss sich wirklich nahe kommen. Und am geilsten und am besten arbeitet man, wenn man so richtig im Flow ist. Im Flow bedeutet, ist auch eine Idee, dass man ganz ideal die absolut perfekte Vertrauensbildung hat, dass man die absolut perfekte Vertrauen hat und auch das Kennen. Das heißt, ich bearbeite an meiner Arbeit, ich bin fertig mit dem Ding, ich stelle das dahin, der andere nimmt es und arbeitet sofort daran weiter und das Endergebnis ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Dass das natürlich nicht immer funktioniert, ist ganz klar. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, gerade halt durch diese zwei bisher genannten plus drei Verantwortung, also nochmal, deanonymisieren, kennenlernen. Zweite, das Vertrauen aufbauen. Dritte ist Verantwortung übernehmen, dass man mindestens diese drei Sachen macht, damit man anständige Gruppen hat. Und das gilt nicht nur für die eigene Gruppe, sondern wenn man in Vernetzung mit anderen Gruppen steht, dass man mindestens genau dasselbe macht. Da muss man nicht jeden kennen, aber die Gruppe sollte man schon kennen. So, dass wenn man sagt, okay, unsere Gruppe, ne, wir haben zum Beispiel eine IT-Gruppe, wir haben eine Marketing-Gruppe und die Marketing-Gruppe braucht ein Projekt, ein Programm. So, und dieses Programm, das gibt sie weiter an die IT. Die Leute untereinander im Marketing kennen sich, vertrauen sich und übernehmen Verantwortung. Jetzt geben sie eine Anfrage nach einem Programm weiter an die IT. Jetzt müssen die nicht jeden von der IT kennen, ne? Dafür haben wir, zumindest bei Helfer-Moderatoren, in der Realität habt ihr Ansprechpartner und ähnliches. So, jetzt geben wir diese Aufgabe weiter an die IT. Und die Aufgabe der IT ist es, die Anfragen, die man bekommen hat, zu verarbeiten und dann das Ergebnis zurückzuliefern. Dafür brauchen wir kennenlernen. Also man muss wissen, dass es die gibt. Man muss auch wissen, wie sie ungefähr arbeiten. Und wenn das alles passend ist, kommt dann das Zweite, dass man sagt, okay, wir vertrauen dir. Nee, wir kennen dich, jetzt vertrauen wir, dass du es schaffst. Und das, was übergeben wird, also zum Schluss weitergegeben, das ist die Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn man Mist gebaut hat, das kann ja auch passieren, dann geht man hin und sagt, okay, jetzt bist du im Zugzwang, du hast das versprochen, wir haben das abgesprochen, du musst jetzt liefern, du hast nur die Hälfte geliefert oder du hast was Falsches geliefert, jetzt musst du das auch wieder aufbauen, weitermachen.
Warum haben wir Vertrauen verloren? Warum haben wir Verantwortung verloren? Und warum haben wir das ganze Kennenlernen verloren? Eine sehr gute Sache, eine sehr gute Frage. Diese Frage möchte ich beantworten. Ob das jetzt mit Absicht gemacht wurde, also von oben irgendwo herab, ne, die Mächtigen, nicht verschwörungstechnisch Mächtigen, nein, die Leute, die zu viel Geld haben oder ähnliches, oder die Politiker oder, also die Regierenden oder. Ist das das, was sie wollen? Weiß nicht, ob es das ist. Es spielt ja auf jeden Fall in die Karten, wenn wir es nicht haben. Aber wie funktioniert das Ganze? Warum ist das weggekommen? Eines der Hauptgründe ist das Geld. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Das Geld in Verbindung mit vielen anderen Sachen, die wir gemacht haben. Das ist Step by Step by Step. So wurden zum Beispiel große Städte aufgebaut. In einer großen Stadt ist man anonym. So, man hat auch nicht die Zeit, sich zu de-anonymisieren, wie es bei Dörfern der Fall ist. Im Gegenteil, in einer Stadt ist es so, da gehe ich arbeiten, ziemlich lange, habe also wenig Zeit, meine Nachbarn kennenzulernen. Es ist nebenbei so, dass in den größten Städten die Anonymisierung auch am größten ist, das heißt auch die Isolation. Man fühlt sich am einsamsten, obwohl die Leute direkt nebenan sind. In Hongkong ist es sogar so, dass die Leute sich einsam fühlen, obwohl sie in so einer Farbenkiste quasi leben. Also, was weiß ich, das sind 2 Kubikmeter oder so, oder etwas mehr, weniger, was weiß ich. Auf jeden Fall größer als ein Schlafsack. Da steigst du ein, also ein Hotel oder ähnlich, da steigst du ein, schläfst du, kannst du natürlich irgendwo deine Sachen kurz daneben stellen, schläfst da drin, kommst dann wieder raus aus deiner Wabe und machst dann weiter. Deine Nachbarn kennst du nicht, also sehr anonym. Mit dem, dass ich Geld bezahle, geben wir das Vertrauen noch nicht auf, aber die Verantwortung geben wir vollkommen ab. Das Geld selber ist auch Vertrauensverlust, weil derjenige, der was für dich tun möchte, vertraut dir nicht und möchte aus diesem Grund Geld haben, also ein Beweis dafür, dass du es wert bist, dass ich die Leistung für dich erbringe. So, das heißt, das Vertrauen geht mit dem Geld insgesamt weg. Aber das Vertrauen auch, weil nachdem ich bezahlt habe, musst du die Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich übernehme keine Verantwortung über irgendwas, sondern ich habe dich bezahlt. Du übernimmst jetzt die Verantwortung über das, was passiert. Aus diesem Grund zahlen ja Le sehr viele Leute sehr viel Geld für irgendwas, weil sie sagen, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Als ob danach die Verantwortung komplett weg wäre. Nee, jetzt stellt euch mal vor, der andere liefert nicht, hat das Geld genommen, haut ab. Man steht ja trotzdem in der Verantwortung. Ja, man sagt zwar, der ist schuld und alles ist bla bla bla, ne, andere, aber man selbst ist ja schwierig mit der Verantwortung. Gut, okay. Also wir haben das mit der Verantwortung, ne? Also das mit dem Geld ist eine Sache, warum das mit der Verantwortung rumgegangen ist. Dasselbe gilt auch dann für Großstädte, haben wir auch so ein bisschen geklärt, ne? Und diverse andere Sachen. Also das ist der Grund, warum die Verantwortung und all das weggegangen ist. Wie kann man das Ganze jetzt hegen und pflegen? Weil es ist ja auch wichtig, dass das Ganze auch noch bestehen bleibt. Ne? Das bedeutet, wir wollen ja nicht nur einfach eine Beziehung aufbauen, ne? Nach dem Motto, man kennt das in Liebesbeziehungen sehr schön. Ne? Hi Schatz, okay, schöner Abend, vielleicht auch eine schöne Nacht verbracht, zwei, drei, ab da an wird es anstrengend, okay, danke, tschüss, weg, nächste. Diese Leute, die sowas machen, haben Probleme, stärkere Beziehungen einzugehen. Warum? Ganz einfach, weil es auch ein bisschen Arbeit ist. Ne? Man muss auch, ne, man ist in der Verantwortung, diese Beziehung auch zu halten. Und das ist auch Arbeit. Arbeit, indem man nicht nur, ne, man kann, ich lerne dich jetzt kennen, sagen, oh ja, ne, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, du sagst, oh yeah. So, das Problem ist, jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich der Beste sein in egal was. Wenn ich das nicht kann, sage ich, okay, tschüss. Nächste, weil dann brauche ich ja nicht daran arbeiten, sondern ich kann die Leute abarbeiten. Alle denken, ich bin der Tollste, dann haue ich ab. Und was sie dann über mich denken, sagen, tun, wie sie sich fühlen, spielt ja gar keine Rolle. Auch das Versagen, dass man das nicht geschafft hat, das einzuhalten, was man gemacht hat. Das bedeutet, wenn wir das beibehalten wollen, dann ist es wichtig, dass wir in engem Kontakt sind. Enger Kontakt heißt nicht, ja, hi, tippi tippi, wie geht's dir? Tippi tippi, ganz gut, schönen Tag noch, sondern man sollte tatsächlich sich treffen.
Treffen ist eines der wichtigsten Punkte, die man macht, um auch nochmal abzuchecken, wo stehst du, wer bist du, was machst du und so weiter. Nochmal, es geht nicht darum, dass es nicht ein paar Springer geben soll, Netzwerker geben soll, die über die Netzwerke hinweg Menschen in irgendeiner Weise, sagen wir mal, aufzuklären, unterstützen und so weiter, sondern es geht darum, dass grundsätzlich in der Gruppe erstmal das gemacht wird. Das heißt, man muss gucken, was braucht der andere, wie kann man helfen, man muss für die Menschen einstehen, wieder miteinander da sein. Aber das müssen wir alles üben, das müssen wir trainieren. So gibt es viele verschiedene Werkzeuge, die zum Schutz dessen sind, damit das auch weiterhin bleibt. Weil, wenn wir in einer perfekten Welt wären, würde das jetzt das Ende sein, würde ich sagen, okay, danke, tschüss, wir haben das alles geklärt, ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid, alles tippitoppi. Das Problem ist, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Das Problem ist, wir haben arge Probleme, sowas beizubehalten. Das ist das Erste, ist der eigene Schweinehund, beziehungsweise das eigene Ich, was träge ist und so weiter. Dann kommt aber ein zweites. Was passiert, wenn jemand jetzt in die Gruppe reinkommt und aktiv etwas zerstört? Das wäre vielleicht sogar ein Thema für eine eigene Sendung, aber wir nehmen trotzdem hier was rein. Da gibt es verschiedene Störmechanismen und Tools, die man auf jeden Fall kennen sollte. Und zwar nicht nur von Hörensagen, sondern tatsächlich weiß, was es ist und dass man da verschiedene Ideen und Werkzeuge hat, wie man dagegen angeht. Beispiel. Nehmen wir mal eine Intrige oder eine Verschwörung. Habe ich alles schon gehört, aber was das konkret heißt, weiß ich nicht und interessiert mich auch nicht. Falsch. Es ist genau das. Es muss dich interessieren und du musst wissen, was es ist und du musst was dagegen tun. Was ist eine Intrige? Eine Intrige ist etwas, dass einer ein geheimes Ziel hat und versucht, mehrere Leute gegeneinander auszuspielen, damit man selber dann als Supergewinner, ne, als dritte Partei, Gewinnerpartei, dann dazwischen kommt oder. Das kann zum Beispiel bei einer Beziehung sein, ne? Ich sage immer wieder mit Freunden, ne? Das ist ein Pärchen. Ich bagger die Frau an, sag aber, sie weist mich ab, sag ihr aber bitte, ich bin bekannt oder ich habe irgendeine Ausrede, damit sie das nicht weitererzählt. Geh dann zum Freund, sag ihm, dass sie mich getroffen hat. So, die beiden treffen sich. Er fragt sie, hast du ihn gesehen? Sagt sie nein, weil sie mir versprochen hat, dass sie es keinem sagt. Und schon ist Misstrauen gesät worden. Ich bin der Nutznießer, weil ich meine Rache habe oder weil ich die auseinandergebracht habe und vielleicht danach doch eine Chance habe oder, was weiß ich. So, das ist jetzt in beziehungstechnischer Sicht. Dasselbe gilt auch in verschiedenen anderen Sachen. Ja, also, ne, man selber versucht, mehrere Leute in Zwistigkeiten zu bringen und daraus hat man dann seinen Spaß, sein was auch immer. Das ist eine Intrige. Eine Verschwörung ist, wenn eine kleine Gruppe sich zusammensetzt, ein geheimes Ziel richtig durchdefiniert und dann ihre Ziele versucht durchzusetzen. Aber ganz wichtig im Geheimen. Auch sowas gibt es. Das ist jetzt keine Theorie, es geht ja nicht um die Theorie, es geht um eine Verschwörung. Also was ist eine Verschwörung? Und das wäre eine Verschwörung. Das bedeutet, nur als Beispiel, und das ist jetzt ein aktueller Fall, also was jetzt aktuell ist, schon etwas länger, aber es gibt Verhandlungen zum Beispiel zwischen der Regierung und Großkonzernen für zum Beispiel das Mautsystem, das LKW-Mautsystem. Jetzt haben sie wie heißt das? Ein Vertrag ausgehandelt, der so riesig ist, dass er in ein Regal reingesteckt werden muss. Und es gibt einen weiteren Vertrag, das ist eine Zusammenfassung, die ist auch nochmal richtig riesig, aber da stehen die wichtigsten Punkte drin. So, da sie das hinter verschlossenen Türen verhandelt haben, muss man davon ausgehen, oder ist es eine Verschwörung? In dem Fall weiß man es, ist nicht ganz eine, aber das Zusammensetzen einer geheimen Gruppe, die irgendwas aus, das ist es. Und auch das funktioniert immer wieder. Dann gibt es zum Beispiel Bossing oder Mobbing oder verschiedene andere Werkzeuge, die auf einen Missbrauch einer Person stützen, muss nicht immer sexueller Missbrauch sein, um Leute in bestimmte Regionen, in bestimmte Positionen, in bestimmte Gegenden zu halten. So, und auch das gibt es und auch das wird gemacht. So, jetzt müssen wir dafür auch Gegenmaßnahmen finden. Bei fast allen funktioniert es, wenn die Gruppe gut zusammenhält,
dass die Gruppe selber eine sogenannte Resilienz, also ein Immunsystem selber wird. Also jeder Einzelne weiß, was er zu tun hat. So ist es zum Beispiel absolut wichtig, immer offen und ehrlich zu sein und eben seinen Nachbarn nichts zu verheimlichen. Nichts zu verheimlichen? Heißt das etwa, ich darf über jemanden schlecht reden? Natürlich, nicht nur du darfst, du musst. Es geht aber nicht darum, ob ich da über ihn rede, sondern was geht es, was ist meine Intention, was ist mein Hintergrund. Ne? Da geht es darum, ne? Informiere ich die Leute, ist ein Unterschied, als ob ich tratsche, das heißt, ob ich einfach nur über sie rede, um sie schlecht zu machen, damit ich mich besser fühle, oder weil ich einen Nutzen davon habe, ne? Würde auch wieder in diese Werkzeuge der Zerstörung gehen. Nein, aber das Informieren ist wichtig. Und wenn man weiß, wer innerhalb der Gruppe welchen Blödsinn macht und alle wissen Bescheid, dann ist man resilienter, also man ist gefeit davor, diesen Fehler wiederzumachen. Zumindest wie heißt das? Ist die Möglichkeit, dass es normal passiert, sehr viel geringer. So, okay, also zurück zum Thema. Das heißt, wenn ich Beziehungen habe und sie pflege, das heißt, wir gucken nach, wo sind wir, was machen wir, treffen uns immer wieder. Ne? Achten aber auch darauf, dass wir kein falsches Bild haben, ne? Podest. Oder dass wir in verschiedenen anderen, wie heißt das, wie heißt das, Hinterhalte reingehen oder ähnliches. Wenn wir das schaffen, alles abzusetzen, ab da an haben wir ein relativ gesundes Verständnis darüber, was wir machen, wie wir es machen und so weiter. Und damit können wir Beziehungen relativ gut halten. Aber hier geht es ja nicht nur darum, dass ich rede, sondern heute und jetzt haben die Leute die Möglichkeit, selber noch etwas zu sagen. Und ich lade die Menschen ein, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie jetzt stellen. Also bitte sehr. So, ich habe hier mehrere Sachen, die eingetragen wurden. Ich lese sie mal vor. Warum machen Leute bei einer Gruppe mit? Warum machen Leute bei einer Gruppe mitmachen, bei der Gruppe irgendwann nicht mehr mit? So, warum machen die Leute nicht mehr mit? Kann ich sagen. Die Leute fangen irgendwann an, nicht mehr mitzumachen, weil sie alternative Angebote bekommen haben. Jetzt ist es so, stellt euch vor, ihr seid sowas wie ein Prozessor. So, der Prozessor kann sich um eine Aufgabe kümmern, um zwei Aufgaben, um drei Aufgaben. Ab einem gewissen Prozessorauslastung, ne, fängt der Prozessor an, dass er nicht mehr richtig arbeiten kann. Und dann muss man Prioritäten setzen. Dann setzt man einige Sachen auf Standby und andere nicht. So, das, was Spaß macht, das nehmen wir natürlich eher an. Und wichtige Dinge wie das muss ich machen, auch das wird nach vorne gereicht. So, jetzt ist es also so, dass die Aufgaben zwar verteilt sind, aber zur Arbeit Geld holen muss man. Das habe nicht ich gesagt, das ist das, was in den Köpfen der Menschen drin ist. Aus diesem Grund geben sie auch der Arbeit immer die Präferenz vor Freunden, vor allem anderen. Dass sie damit ihre Freundschaften und alles und ihr privates Leben zerstören, spielt erstmal dabei keine Rolle. Das tun die meisten. So, zweitens, wenn ich etwas tue, was ich absolut nicht will, Klammer auf, meistens heutzutage die Arbeit, laut Statistik ist Burnout so stark gestiegen, weil sie eben Sachen machen, die sie nicht wollen, Klammer zu. So, brauche ich um in Balance zu kommen, einen Gegenentwurf. Dieser Gegenentwurf oder dieser Gegenmaßnahme ist Freizeiten. Das ist Drogen, das ist Spaß haben, das heißt exzessiv irgendwas anderes machen. Und je mehr ich mich auf der einen Seite belaste, desto mehr muss ich danach das Gefühl haben, wieder in Freiheit zu sein. So, jetzt kommt aber eine Sache, die dazwischen kommt, und das wäre zwar auch in Anführungszeichen Arbeit, also das möchte ich auch halb nicht, stört mich zwar nicht so sehr wie die Arbeit, aber hat trotzdem etwas damit zu tun, dass ich meine exzessive Freizeit nicht ausleben kann. Und ab dem Zeitpunkt setze ich das Prioritätenliste nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, bis das Problem passiert, dass es eben nicht mehr verarbeitet oder bearbeitet werden kann. Und ab dem Zeitpunkt können die Leute eben nicht mehr oder haben keine Zeit mehr, sind nicht mehr so engagiert und so weiter. Wenn Leute mitmachen, dann machen sie wohl mit, wenn die Sachen, die die Gruppe macht, für die Leute wichtig oder interessant ist. Ja.
ist es für die Leute nicht mehr wichtig. Genau. Es geht nicht nur darum, was wichtig ist, es geht auch darum, Wohlfühlverhalten. Wir haben momentan ein Problem, dass wir total überfordert sind. Ob das jetzt mit Absicht passiert oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir sind total überfordert, weil wir es eben nicht schaffen, alles abzuarbeiten. Und ja, es ist nicht mehr wichtig. Stellt euch vor, ihr nehmt einem Alkoholiker den Alkohol weg. Dann ist Priorität Nummer eins, und das gilt auch für seine Arbeit oder für alles andere, erstmal Wiederbeschaffung der Droge, anstatt dass er arbeitet und so weiter. Wenn man Leute also in eine krankhafte Beziehung reinsteckt, sie weiterhin aussaugt, ist es nicht so, dass sie sich frei dafür entscheiden, sondern dass sie einfach nicht anders können. Jemand, der mit Burnout im Bett liegt, der weiß, dass der Körper nicht mehr so mitspielt wie sein Geist. Wenn er nicht auch noch eine Depression dazu hat, das würde dann heißen, dass er auch nicht mehr mag. Aber, und diese Sachen, diese Punkte, das ist das, was bei den Leuten dann passiert. Und das ist auch der Grund, warum sie dann nicht mehr mitmachen. So, wird zu viel geredet? Ja und nein, da kommt immer darauf an, was die Aufgabe ist. Manche können zwar geredet werden, manche nicht. Das Ding ist nur, gerade hier, gerade in Deutschland ist es so, dass wir körperliche Arbeit stark vermeiden. So will fast jeder Influencer werden, ja, weil man da sehr viel redet. Man weiß aber nicht, dass es viel Arbeit ist. Ne? Die denken einfach nur Kamera an, ich mache irgendeinen Scheiß, Kamera zu und fertig ist es. Dass es Arbeit ist, das sehen viele Leute nicht. Die denken, man kann einfach so in diesem Rausch der, ja, ich kann machen, was ich will, durch die Gegend fliehen. Man versteht aber nicht, dass man auch noch zum Beispiel arbeiten muss. Ne? Also egal wie viel Influencer man macht, das gibt trotzdem nichts zu essen, wenn nicht irgendjemand da ist, der den Boden aushebt und ne, die Samen reinstreut, ne, das Ganze gießen oder regnen lassen, bis die Dinger groß sind und dann abernten. Wenn das niemand macht, hat man ein Problem. Nur was machen sehr viele gerade in Deutschland? Ja, die holen sich aus dem Ausland Leute, die arbeiten. Das heißt, die eigenen Leute sind Verkäufer, die einfach nur da sitzen, quatschen, von einem Punkt zum anderen die Sachen bringen. Aber viele, bitte nicht alle, sind eher dafür da, dass sie quatschen und eben nicht arbeiten. Andersrum, die, die arbeiten, und da gibt es auch noch sehr viele Deutsche, aber eben nicht die meisten, die übernehmen dann die Arbeit, die ganzen Influencer, Politiker, Quatschleute, die das nicht übernehmen. Das einfach mal so. Fehlt Ihnen das Erfolgsgefühl? Ob das der Fall ist oder nicht, das müsste man wohl gucken oder zumindest eine Studie machen. Ich kenne jetzt keine Studie, deswegen kann ich dazu erstmal nichts sagen. Sind die Leute es gewohnt, dass sie Sachen machen, aufgrund dessen, dass sie gewohnt sind, dass es jemand ihnen befiehlt oder genehmigt? Ja, das spielt auch eine sehr starke Rolle. Es kommt aber auch darauf an, wo man ist. In Griechenland lassen sich die Leute kaum was sagen, auch nicht vom Chef. Die machen das, worauf sie Bock haben. Dafür gilt allerdings auch in Griechenland, dass wenn jemand arbeitet und kein Kephi hat, also Kephi ist das griechische Konzept für positive Energie, also Freude, Lust und so weiter, also richtig Bock darauf haben, etwas zu tun. Und bei den Griechen merkt man es richtig an, wenn die kein Kephi haben. Das sagt man auch so, ne? Was ist los halt bei der Arbeit? Hast du kein Kephi? Ja, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Also man ist nicht auf der Arbeit da, weil man Spaß hat daran, sondern weil man muss. Das merkt man, das wird auch so geredet. In Deutschland ist es so, fast 90% der Leute gehen zur Arbeit, weil sie müssen, weil es ihnen befohlen wird, weil sie keine Alternative sehen, etwas zu machen. Die Frage also, befiehlt es ihnen jemand? Ja, es ist so. Es gibt viele Leute, die sind halt obrigkeitshörig. Ja, verschiedene Länder, verschiedene Schwerpunkte. Das muss einem wissen. Fehlt die Eigeninitiative, sodass die Leute selbst nicht sagen, ich mache das jetzt mal, auch wenn ich das erstmal alleine mache und auch richtig weiß, wie es geht. Ja, die Eigeninitiative fehlt. Allerdings muss man sagen, dass die Menschheit insgesamt so ist. Es gibt wenige oder weniger Alpha-Tiere als andere. Macht ja auch Sinn. Stellt euch vor, es gibt mehr Alpha-Tiere als Leute, die anderen Leuten hinterherlaufen. Da hätten wir ein Riesenproblem, weil wenn mehr Leute gibt, die was zu sagen haben, aber die meisten Leute
nicht arbeiten, wen willst du dann in Anführungszeichen, ist jetzt sehr negativ, aber wen willst du dann rumkommandieren? Das heißt, du brauchst die Leute, die mitarbeiten, also die zuhören, und es gibt Leute, die etwas machen. So, jetzt gibt es Leute, die es können und deswegen die Anführer sind, und es gibt Leute, die es nicht können. Das heißt nicht, dass man das nicht zu einem gewissen Grad lernt, aber jeder hat seine Vorteile, seine Talente und seine Nachteile. Das hat mit Genetik oder ähnliches nichts zu tun. Das hat auch was damit zu tun, wie man was gelernt hat, wo man sich selbst positioniert und so weiter. All diese Punkte, die man hat, auch Vorlieben, ganz wichtig, all diese Sachen, die man hat, werden heutzutage zum Beispiel stark runtergespielt, und das ist absolut ein Fehler. Also dominante Menschen werden, nee Quatsch, devote Menschen, also unterwürfige Menschen, werden dazu erzogen, dass sie dominant sind, weil wir wollen ja immer der, der am lautesten ist, der, der am tollsten ist, bla bla bla. Also man muss immer der Tollste, der Größte und so weiter sein. Dabei heißt es, oder ist es ganz normal, es gibt nur einen, der der Tollste ist, ne? Eine Steigerung von Tollste gibt es gar nicht, ne? Am tollsten, Quatsch. Nein, aber es gibt keine Steigerung von einigen Sachen so, ne? Wenn man der Tollste ist, dann ist man schon auf der Hierarchie der Oberste, und das kann leider nur einer sein. Aber darum geht es ja gar nicht. Das bedeutet, wir laufen heute einem Ideal hinterher, was gar nicht funktioniert. Anstatt dass man selber guckt, was man ist, was man mag. Stellt euch mal vor, ihr bewerbt euch für einen Job, wo ihr sagt, ich bewerbe mich auf diese Stelle, weil ich genau diese Stelle will, weil die toll ist. Ne? Na, bei der Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Die Leute würden nicht genommen werden. Wenn du in 5 Jahren nicht irgendwie der Chef sein willst, dann bist du nicht motiviert genug. So. Aber dass du dich auf diese Stelle bewirbst, weil dir diese Stelle so geil gefällt, das würde man nicht verstehen. Das heißt, wir laufen einem Ideal hinterher, was meiner Meinung nach vollkommen an dem vorbeigeht, was wir sind, was wir machen und was wir wollen. So, und jetzt kommt ihr. Jetzt sollen sie auf einmal, also ne, andererseits, Entschuldigung, das muss ich. So, das heißt, sie sind nicht im Ich, sie sehen nicht, was dominant ist und ähnliches. Das Zweite ist, sie müssen Befehlsempfänger sein, weil wer nicht gehorcht, der wird niedergemacht. In Griechenland ist es etwas anders, aber hier in Deutschland ist es sehr oft so, ne, hier ist man obrigkeitshörig, und wer das nicht ist, wird direkt abgestraft von der Gesellschaft. Das bedeutet auch, dass die Leute es lernen, so zu arbeiten. Die Eigeninitiative ist sehr schwierig. Wer schon mal in Amerika versucht hat, ein Unternehmen aufzubauen, der weiß, dass es viel einfacher ist als hier in Deutschland. Warum? Weil das unsere Kultur ist. Also ja, hier gibt es sehr viele Sachen, die schwierig sind. Dafür versuchen die das ein bisschen auszubalancieren in ihrer Freizeit, und da überkompensieren sie das, was sie bei der Arbeit nicht machen. Aber das sind andere Themen, die sehr tief in die Psychologie reingehen und nicht einfach ebenso besprochen werden können. So, jetzt haben wir noch jemand anders, der hat auch ein paar Sachen geschrieben. Die Diakonie hat in dieser Woche Bewegungstage für alle ihre Klienten aus dieser Stadt angeboten. Ich habe mich für zwei Aktivitäten angemeldet. Bogenschießen beim Kegeln. Beides hat richtig viel Spaß gemacht, obwohl ich nur wenige Leute kannte. Und wir hatten alle Spaß, und bei den beiden Angeboten um eine baldige Wiederholung gebeten. Möglicherweise sehen wir uns also in Zukunft häufiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Dings was zu tun hat. Immer Donnerstag. Okay, das hat wohl anscheinend nichts mit dem zu tun, was hier gemacht wird. Ich weiß nicht, warum das reingeschrieben wurde. Egal. So. Oh doch, das hat was damit zu tun. Gut, dann lese ich das noch einmal komplett vor. Die Diakonie hat in dieser Woche Bewegungstage für alle ihre Klienten aus dieser Stadt angeboten. Ich habe mich für zwei Aktivitäten angemeldet und war deshalb heute beim Bogenschießen und beim Kegeln. Beides hat richtig viel Spaß gemacht, obwohl ich nur wenige der Leute kannte. Und wir hatten alle Spaß und haben bei beiden Angeboten um eine baldige Wiederholung gebeten. Möglicherweise sehen wir uns also in Zukunft noch häufiger. Immer donnerstags treffe ich mich seit etwa 1,5 Jahren mit ein paar Leuten zu einer Spielgruppe, in der wir verschiedene Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele und auch mal ein Rollenspiel spielen. Meistens bringe ich Spiele mit, und fürs Rollenspiel bereite ich als Spielleiter vieles vor. Ach so, es geht um Kontakte knüpfen. Ja, gut. Ja, gut, also, genau, einfach irgendwelche Angebote annehmen. Als Idee würde ich auch geben, ich habe zwei verschiedene Sachen, die ich persönlich unterscheide.
Das sind Chancen und Angebote. Es gibt viele Angebote, die man machen kann, aber wenige Chancen. Also nicht jedes Angebot ist eine Chance, aber es gibt viele Angebote, die wir heutzutage machen. Und wenn wir da die Chancen herausfinden, dann haben wir auch eine Möglichkeit, mit verschiedenen Leuten uns zu treffen und verschiedene, ja, Aktivitäten zu machen. Diese Aktivitäten, ne, Aktivitäten sind immer ganz wichtig. Diese Aktivitäten sind dafür da, dass man sich wieder miteinander verbindet. Und das ist ja genau das, was wir bei Helfer machen sollten. Wenn ich jetzt noch was zu Helfer dazu sagen kann, ist, viele Gruppen haben, weil wir halt an Corona groß geworden sind, ja, haben das Prinzip, dass sie sich immer zu zweit treffen und sagen, okay, wir lernen dich erstmal kennen und danach kommst du in unsere Gruppe rein. Das ist eigentlich Quatsch. Also zu dem Zeitpunkt war es sehr wichtig, weil ansonsten kann es sein, dass du in eine Ordnungswidrigkeit oder sogar in den Knast gekommen bist. Aber in der heutigen Zeit ist es so, dass man heute sehr viele, was auch immer, ja, Bewegungstage, Aktionen hat. Ihr könnt ja klettern gehen, ihr könnt wandern gehen und da könnt ihr die Leute mitnehmen, ihr könnt die Leute einladen, ihr könnt groß Werbung dafür machen, dass die mitkommen. Ja, heute ist es nicht so, dass du direkt eine Ordnungswidrigkeit bekommst, wenn du dich mit mehreren Leuten triffst. Wir sollten immer aktuell auf das, was ist, darauf eingehen. Super. So, oh, ich sehe, dass es sehr dunkel geworden ist bei mir. Gibt es noch weitere Ideen, weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich dann auch gleich mal beenden. Es ist auch schon sehr dunkel geworden, wie ihr seht. Also, versuchen wir Folgendes. Wie können wir Kontakte treffen? Kontakte kann man machen, indem man mit offenen Augen durch die Welt geht. Es ist eigentlich ganz easy, jemanden kennenzulernen. Ja, man muss sich öffnen und der Gegenüber muss sich auch öffnen. Das Ganze zu halten ist etwas schwieriger und das haben wir heute versucht, innerhalb von knapp 40 Minuten zu klären. Die Idee, dass man dann auch noch weiterhin miteinander arbeitet und ähnliches, heißt, dass man tatsächlich Arbeit reinstecken sollte. Aber es lohnt sich, denn wenn man miteinander arbeitet, wenn man sich kennenlernt, wenn man Vertrauen aufbaut und wenn man in die Verantwortung geht, dann kann man zusammen viel mehr erreichen als das, was man selber macht. Und eines der wichtigsten Sachen ist ja, dass wir Frieden schaffen. Und das geht nur, wenn wir alles zusammenhalten. Deswegen lautet ja auch immer wieder mein Schlussspruch folgendermaßen: Frieden und Freiheit schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns Frieden und Freiheit schaffen und lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß, alles Gute und wir sehen uns wieder nächste Woche bei Frag den Kerl. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao. Wir kommen zusammen her, helfen einander gern. Jeder kennt jeden, bei 100 Leuten ist das nicht schwer. So vertraut man sich, baut etwas miteinander auf und geht respektvoll miteinander um, ganz genau. Wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Doch auch Liebe möglich. Wir sind füreinander da, füreinander da. Wenn du jemanden brauchst, weil es alleine nicht geht, du kannst dir vertrauen, weil wir uns hier verstehen. Wir sind füreinander da, füreinander da. Wenn du jemanden brauchst, weil es alleine nicht geht, du kannst dir vertrauen, weil wir uns hier verstehen. Wir sind füreinander da, füreinander da. H-E-L-F-A, H-E-L-F-A.